Liebe Gemeinde, liebe Freunde, wir wollen uns heute in der Predigt Gedanken machen über einen Text aus Lukas 5. Ich lese zunächst die Verse 1 bis 11. Da heißt es: Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, zu Jesus, um das Wort Gottes zu hören. Da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon sprach zu Jesus: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote, sodass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Ich habe dieses Geschehen überschrieben mit dem Titel: Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Sorgen gab es damals, Sorgen gibt es heute. Und wie wir damit umgehen, das ist schon eine wichtige Sache. Evangelium im Alltag, denn in dieser Geschichte, die wir soeben gelesen haben, geht es ja nicht gerade sonntäglich und feierlich zu. Da wird zwar Gottesdienst gehalten, aber doch in einer so ganz anderen, besonderen Atmosphäre. Hier riecht es nicht nach Weihrauch, sondern nach Fischen, Teer und Tank. Und da hinein kommt Jesus, unerwartet und überraschend. Völlig unpassend, möchte man sagen. Denn diese Männer am See Genezareth hatten gerade sich die ganze lange Nacht um die Ohren geschlagen und das Ganze noch vergeblich. Sie sind müde, sie wollen fertig werden. Und in dieser Situation haben sie ganz gewiss keinen Bedarf auf Frommsein. Aber Jesus ist da, mitten unter ihnen und macht ausgerechnet ihren Arbeitsplatz zur Kirche. Und einer von denen, die da sind, wird von Jesus noch besonders in Beschlag genommen. Denn da kommen eine Reihe von Leuten, die hören wollen, was Jesus zu sagen hat. Und das gibt ein Gedränge am Ufer. Wie das Selbstverständlichste von der Welt wendet sich Jesus an den Besitzer eines der dort liegenden Boote, an Simon, und sagt: Du, pass mal auf, so geht das hier nicht. Du fährst mich ein Stück vom Ufer ins Wasser hinein, dann kann ich prima zu den Leuten reden und ich werde gesehen und gehört. Ich weiß nicht, was ihr gesagt hättet, wenn ihr gerade einen langwierigen Nachtdienst hinter euch gehabt hättet. Ob ihr da gesagt hättet: Muss das sein? Ausgerechnet ich? Ich bin müde, ich bin abgespannt, ich bin kaputt. Das geht mir jetzt eigentlich über die Kräfte. Kannst du dir nicht jemand anders suchen? Das Seltsame an der Sache ist, Simon lässt sich bitten. Und das bringt es mit sich, dass er Jesu Rede aus allernächster Nähe hört. Nicht einmal einschlafen kann er dabei. Am Ufer wäre das sicherlich möglich gewesen. Wenn man da in der Menge sitzt und müde ist. Und wie ist das gelegentlich bei uns in den Gottesdiensten? Auch da passiert es schon mal, dass jemand einschläft. Aber Simon kann das nicht.
Er muss das Boot auf Kurs halten. Er muss ja wach bleiben. Sonst dreht sich das Boot im Kreis. Und das bewirkt auch, dass er einiges mitbekommen hat, was er sonst sicherlich nicht mitbekommen hätte. Er hört, dass Gott wirklich alle Menschen liebt. Er hat gehört, dass er das Leben aller Menschen in Ordnung bringen will, sodass nichts mehr zwischen ihnen und Gott steht. Und dass diese Vergebung von Schuld und Sünde, dieser Abriss von Mauern zwischen Gott und Menschen bewirkt, einander zu vergeben und so auch miteinander zu leben. Er hört, dass Gott allen die Tür zu seinem Reich Gottes, zu seinem Reich öffnen will. Dass es Jesus ist, dieser Mann dort im Boot, der ihnen das alles schenken wird. Und dass es schön ist. Keine Zwangsvorstellung, sondern etwas unheimlich Schönes, Befreiendes, zu glauben und sich in Gottes Hände zu begeben. Jede Predigt hat ja einmal ein Ende und auch diese hier am See. Und ich könnte mir denken, dass Simon gedacht hat, nun ja, alles ganz schön und gut, aber jetzt erledigen wir den Rest unserer Arbeit. Es geht ja alles weiter wie bisher. Die Kirche ist aus und jetzt kommen die eigentlichen Dinge des Lebens wieder zum Tragen. Aber er täuscht sich. Als der Fischer Simon Jesus wieder ans Ufer gefahren hat, da steigt Jesus nicht einfach aus und sagt zu dem Fischer, vielen Dank für deine Hilfe, das war wirklich großartig von dir. Oder was vielleicht auch möglich wäre, dass er ihm ein Trinkgeld gibt für geleistete Hilfe. Vielmehr fordert er diesen Mann nun zu etwas auf, was ihm, so denke ich, vielleicht noch mehr dem Atem verschlagen hat, als das, was er in der Predigt Jesu gehört hatte. Er sagt zu ihm, fahr hinaus auf den See und wirf mit deinen Leuten die Netze zum Fang aus. Das ist ja nun ein reichlich seltsamer, ja geradezu grotesker Vorschlag. Was soll schon so ein Prediger wie Jesus vom Fischfang verstehen? Das wissen schon die kleinen Fischerjungen, dass man am hellen Tag und in der Mitte des Sees nichts fangen kann. Und nun kommt ein zweites, das man überschreiben könnte, Glauben und Handeln gegen alles Wissen, gegen alle Erfahrung. Schuster, bleib bei deinem Leisten, so pflegen wir zu sagen, wenn sich einer reichlich mit seinen Ratschlägen über seine Grenzen hinauswagt. Und ich könnte mir denken, dass es Simon in diesem Augenblick ähnlich durch den Kopf geschossen ist. Vom himmlischen Ding, vom Frommsein, Jesus, da magst du eine Menge wissen, viel mehr als ich. Da bist du derjenige, auf den wir hören sollen. Aber in meinem Beruf, da bin ich dir um Nasenlängen voraus. Da kannst du dich mit deinen Ratschlägen gerne heraushalten. Und dass Gott auch etwas mit einem irdischen Beruf zu tun haben könnte, dass Erfolg und Misserfolg, die kleinen und auch die großen Sorgen dort Gott nicht gleichgültig sind, dass es auch dort nicht nur nach den normalen Gesetzmäßigkeiten oder wie wir sagen, nach den Eigengesetzmäßigkeiten und Erfahrungen und dem gesicherten Wissen gehen muss, sondern dass das dann auch einmal ganz anders sein kann, wenn Gott eingreift und sich kümmert. Dafür fehlen dem Mann die Erfahrung und damit natürlich auch die Erwartung. Darum will ihn das nicht in den Kopf. Übrigens steht er ja damit sicherlich nicht allein da. Wenn wir ehrlich sind und einmal in seine Haut kriechen, hätten wir anders geredet damals? Und reden wir heute aus unserer eigenen Haut heraus etwas anders? Trennen wir nicht auch genauso, das ist der Himmel und da ist die Erde?
Am Sonntag ist der Gottesdienst und spätestens ab Montag ist der Alltag. Im Gottesdienst und unter Christen gelten diese Regeln. Im Alltag, am Arbeitsplatz, im Umgang mit Nichtchristen gelten ganz andere Regeln. Aber dass Sonntag und Wochentage zusammengehören, dass alle Tage Gottestage sind und dass die gleichen Regeln gelten, will uns das in den Kopf? Hier ist Gottes Bereich, da ist der unsrige. Da ist Gottes Kraft und da sind Menschen und Mächte am Werk. Darum formuliert Simon seinen Protest auch. Und er hat dabei sicherlich unser volles Verstehen. Wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und dahinter steckt doch der Ausdruck, wir haben mit Sachverstand und zur richtigen Zeit die Dinge angepackt und wir waren erfolglos. Und jetzt kommst du daher und sagst, wir sollen zur falschen Zeit und am falschen Ort unsere Arbeit wieder aufnehmen. Jesus, erspare uns bitte diese Blamage, erspare uns den Reinfall. Am Tag kann man doch keine Fische fangen, das kannst du vergessen. Was jedoch ungemein aufregend ist an dieser Geschichte, dass sie hier nicht abreißt. Es gibt in diesem Text noch eine Stelle, die werden wir später sehen, wo die Geschichte ebenfalls abreißen könnte. Doch sie geht weiter. Denn Simon tut schließlich genau das Gegenteil, wogegen er protestiert. Jesus ist stärker. Ich kann dies psychologisch nicht erklären, was sich da genau abgespielt haben mag. Ob da etwas von der Predigt hängen geblieben ist oder irgendetwas in den Worten Jesu war, was ihn veranlasst hatte, nun einmal seinen zweiten Satz zu sagen, über dessen Folgen er sich vermutlich gar nicht im Klaren war. Aber er hat ihn gesagt. Eigentlich ist es Unsinn, Jesus. Eigentlich. Aber auf dein Wort hin. Und in diesem Satz steckt ja auch etwas. Auf dein Wort hin heißt ja nicht nur inhaltlich, weil du es so gesagt hast, sondern auf dein Wort hin heißt in unserer Sprache auf deine Verantwortung hin. Wenn wir sagen, gut, ich tue das, weil du mir das gesagt hast, dann heißt das ja auch immer, ich tue das auf deine Verantwortung hin. Mein Verstand schreit nein. Meine Erfahrung schreit nein. Eigentlich will ich auch nicht, Jesus. Aber jetzt tue ich, was du gesagt hast, auf dein Wort hin gehe ich los. Wisst ihr, da fängt Glaube an. So bei der Lösung eines ganz irdischen, eines unter Umständen ganz banalen Problems, das möglicherweise schon in der nächsten Woche bedeutungslos geworden ist, dass hier einer auf Jesu Wort oder im Vertrauen auf ihn angeht. So kann auch der Glaube bei dem einen oder anderen von uns angefangen haben oder anfangen. Eigentlich will ich nicht, aber auf dein Wort hin, Jesus. Eigentlich spricht alles dagegen, was ich bis jetzt weiß. Eigentlich. Aber dann ist da Jesus in seiner ganzen Liebe, Macht, Hinwendung zu unseren Sorgen. Er sorgt für euch. Auf dein Wort hin will ich's wagen. Doch der auf Gottes Wort hört und es tut, der erlebt etwas, nämlich, dass dieses Wort trägt. Am Ende der Bergpredigt hat das Jesus einmal wunderbar gesagt, und das ist im Grunde genommen der Grund, weshalb wir immer wieder danach suchen und danach greifen. Er hat gesagt, wer mein Wort hört und tut es, der wird wie ein Mensch, der sein Haus auf Felsen baut. Oftmals meinen wir, dass das Wort Gottes wie Flugsand, wie eine Sanddüne ist. Es ist so wenig greifbar.
Doch wenn wir im Vertrauen unseren Fuß darauf setzen, spüren wir sehr schnell die ungeheure Tragfähigkeit, das feste Fundament für das ganze Leben. Hier passiert denn dann das, was den Ablauf der Dinge sprengt, die normalerweise üblich sind. Also das, was wir Wunder nennen. Und nun das Dritte, so hätten wir Gott gern. Sehen wir uns also an, wie es hier in der Geschichte bei Simon weitergeht. Er und seine Leute laden das Netz ein, fahren auf die Höhe des Sees und werfen in gewohnter Manier das Netz aus. Eine Zeit verstreicht und dann kommt jener Moment atemberaubender Spannung. Sie beginnen nämlich, das Netz wieder einzuholen. Wird etwas daran sein? Und was? Ein paar Wasserpflanzen vielleicht? Doch je mehr sie ziehen, je deutlicher wird, das Netz ist prallvoll. Und das ist so viel, dass sie alleine damit nicht klarkommen und ein zweites Boot, das Reserveboot, zu Hilfe rufen müssen, um diesen ungeheuren Segen zu bergen. Und die Boote werden beide voll. Damit sind natürlich auch alle Sorgen und Probleme weg, die diese Männer hatten. Die Frage nach der Existenz in der nächsten Woche, die Frage nach dem Einkommen und der Familienversorgung. Sie erleben, dass Alltag und Sonntag hier völlig durcheinander geraten sind. Gott ist nicht nur am Sonntag in der Kirche, sondern auch am Montag am Arbeitsplatz, in der Schule, an der Uni, im Umgang mit meinen Nächsten. Und er kann da erlebt und erfahren werden, in einer ganz außergewöhnlichen Weise. Gott hilft. Und das nicht einmal spärlich, sondern überreichlich. Und ich denke, hier wäre wieder so eine Nahtstelle der Geschichte. Und sicherlich wären viele mit mir meiner Meinung, dass die Geschichte hier gut zu Ende sein könnte. So wünschen wir uns eigentlich Gott. Das ist das, was hinter all den Fragen steht. Wenn wir fragen, wie kann Gott dies oder jenes zulassen? Weil es einem dann schlecht geht und Gott soll es uns gut gehen lassen. So wünschen wir uns Gott, der unsere vielschichtigen Probleme beseitigt, der uns vor Leid, Krankheit und allen Ängsten bewahrt, der sein Licht hell leuchten lässt in unserem Leben. So wünschen wir uns Gott, der so etwas ist wie eine Rundumversicherung für das ganze Leben. Das wäre ein großartiger Gott für uns. Und nicht von ungefähr wollen ihn später einige Leute vom See Genezareth, die zum Teil sicherlich auch jetzt schon dabei sind, Jesus zum Brotkönig machen, als er den Hunger von vielen Tausenden gestillt hat. Denn das bedeutet ja keinen Mangel mehr in dieser Welt zu haben, aller Sorgen entledigt zu sein. So haben sie damals gedacht und so wird heute gedacht. Es ist sozusagen der zweite Strang bei uns. Auf der einen Seite unsere Skepsis, ob sich denn Gott wohl um meinen Alltag kümmern könnte und die Eigengesetzmäßigkeiten überwinden könnte. Und auf der anderen Seite unsere Erwartungen, unsere Hoffnungen. Wenn denn schon so etwas da ist, und ich sage dies bewusst in sächlicher Form, dann müsste es dieser Gott sein. Aber so geht die Sache nicht auf. Hier ist keine Bruchstelle. Die Geschichte geht weiter. Nicht etwa, weil Gott nicht helfen, nicht segnen, nicht bewahren möchte, weil er in seinen Augen in der Tat alle Tage, Sonntage sind, Tage mit ihm sein sollen und sein können, sondern weil er damit noch nicht alles, was für uns wirklich wichtig ist, getan hätte. Weil nämlich das, was Petrus in der Predigt Jesu gehört hatte, damit noch gar nicht voll zum Zuge gekommen wäre, worauf die Liebe Gottes eigentlich abzielt.
Das mit den Fischen, mit der irdischen Segnung, das sind die Zentstücke in Gottes Hand. Und diese Zentstücke sollen wir auch bekommen. Daran besteht gar kein Zweifel. Aber was wir wirklich brauchen, damit unser Leben geborgen, gehalten ist und Zukunft bekommt, über alles hinaus, was wir so Zukunft nennen, das ist, dass wir die Hand Gottes bekommen. Wir brauchen die Zentstücke, aber wir brauchen vor allem seine Hand, die uns führt, die uns hilft, die uns hält. Und was dieses heißt, die Hand Gottes zu bekommen, davon wird hier weitererzählt. Und das ist so wichtig und wir lesen es nicht nur und hören es, sondern es soll uns auch zu Herzen gehen. Die Geschichte hat da keinen Abriss. Was geschieht? Und das ist das Vierte, wenn Gott uns nahe kommt. Simon, der mit seinen Leuten den großen Fang ins Boot gezogen hat, ist klar, das war kein Zufall. Jesus hat sicherlich keine neuen Tricks und Fischschwärme auszumachen, womit alles wieder eine erfreuliche, natürliche Erklärung gefunden hätte. Nein, hier war etwas anders. Hier hatte ganz offensichtlich Gott seine Hand im Spiel. Und er war mit Jesus hier an ihrem Arbeitsplatz, bei Boote und Netz. Simon hatte Gott erlebt. Gott hatte ihn persönlich beschenkt. Warum nur? Ihn hat er beschenkt, obwohl er dies nicht verdient hatte, so wie er bisher mit Gott gelebt hat. Ihm wird auf einmal sehr heiß und ihm wird bewusst, wie es mit ihm persönlich vor Gott steht. Ihm wird in der Nähe Jesu plötzlich deutlich und auch nach allem, was er jetzt erlebt hatte, dass das, wovon Jesus gepredigt hat, das Eigentliche ist, was ihm bisher fehlte und was er zum Leben braucht. Das mit dem Fischen, das ist eine wunderbare Sache. Und das hat er viele Jahre in seinem Beruf gemacht. Aber das ist nicht alles. Simon springt aus dem Boot ins Wasser und wartet ans Ufer. Aber was tut er denn nun? Er tanzt keinen Freudentanz. Er schlägt Jesu nicht auf die Schultern und sagt, Mensch, das hast du prima gemacht. Vielen Dank. Wir sind unsere Sorgen, unsere Probleme los. Und diese Reaktion wäre ja wohl die normalste Verhaltensweise der Welt gewesen. Haben wir das nicht auch schon so gemacht? Wie viele Menschen haben große Glaubenserfahrungen erleben dürfen, vielleicht auf einen anderen Zugang, dass ihnen das Wasser bis zum Halse stand und dann haben sie gebetet und vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben und haben gesagt, Gott, wenn es dich gibt und wenn du wirklich da bist, dann hilf mir doch jetzt. Und dann hat er ihnen geholfen und vielleicht haben sie dann noch Dankeschön gesagt und nach 14 Tagen war alles vergessen. Aber ihr Lieben, hier geht es anders zu. Dieser Mann bedankt sich nicht einmal. Er fällt auf die Knie vor Jesus nieder und sagt, ich kann deine Nähe nicht ertragen. In dir ist Gott mir so unendlich nahe gekommen und das in einer so liebevollen, hilfreichen Weise, dass mir deutlich geworden ist, wer ich bin. Ein verlorener Mensch. Einer, der nicht an dem Platze steht, wo er eigentlich sein sollte, wo der Schöpfer ihn haben will. Diese Nähe Gottes in Jesus Christus ist für ihn so brennend, dass er nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Und dann soll Jesus doch weggehen. Das ist ja nicht zum Aushalten in deiner Nähe. Und nun erlebt er den Freispruch. Simon, sagt Jesus, du brauchst keine Angst zu haben. Du hast zwar recht, dir ist Gott sehr nahe gekommen, aber nicht um dich zu richten, sondern um dir zu helfen. Und jetzt kommt dieser Satz, der sich eigentlich durch das ganze
Evangelium hindurchzieht. Immer dann, wenn es etwas passiert, da heißt es, fürchte dich nicht. Und dann kommt noch mehr. Gott will dich haben. Er will dich sogar ganz in seinen Dienst stellen. Du, der du meinst, ich muss jetzt gehen, ich sage dir, bleib bei mir und ich bleibe bei dir. Menschen sollst du in Zukunft fischen, nicht mehr die Fische im See Genezareth. Und seht ihr, da ist die entscheidende Veränderung im Leben. Da kommt Gottes Wille mit uns, seine große Liebe zu uns, ganz zum Ziel. Wo wir vielleicht im Moment erschrecken über uns selbst, über unsere Situation und wo wir meinen, das ist ja unerträglich und wo dann alles gilt, wer zu mir kommt, haben wir eben gehört, den werde ich nicht wegstoßen. Merkt ihr, das ist mehr als das Centstück. Und ich sage noch einmal, wer nach den Centstücken in Gottes Hand schreit, der darf das. Das ist in Ordnung, weil alle Tage Gottestage sind. Aber vergesst darüber hinaus nicht, er will uns viel mehr geben. Und wer seine Hand hat, der hat automatisch auch die Centstücke. Simon Petrus war ein ganz normaler Durchschnittsbürger. Sein Leben wäre ohne die Begegnung mit Jesus undramatisch verlaufen. Mit kleinen Freuden und kleinen Nöten, mit einem Stück Familienglück und manchem Kummer und zuletzt vielleicht einen Tod aus Altersschwäche im Bett. Aber hier bekam nun das Leben dieses Mannes eine 180-Grad-Wende, einen neuen Inhalt. Simon wird einer, der Gott auf seinen Ruf hin nachfolgt. Simon war ein Fischer mit eigenem Boot, Hausfrau und Kinder, mit Gesellen und Gehilfen, der auf den Ruf Jesu das alles stehen und liegen lässt und tut, was er ihm sagt. Er geht mit. Mit ein bisschen Fantasie können wir uns vorstellen, was sich vielleicht am Abend dieses Tages in der Fischerkneipe von Kapernaum abgespielt hat. Wie die Leute da ihre Köpfe zusammengesteckt haben und sich entrüstet haben und vielleicht auch den Schluss gezogen haben, der Simon sei plötzlich übergeschnappt. Wie kann man nur, vor allem nach so einem erfolgreichen Fischzug, alles stehen und liegen lassen und mit Jesus ziehen? Was soll denn mit der Frau werden, den Kindern und mit dem Geschäft? Liebe Freunde, dieser Fischer war kein Spinner. Er war kein romantischer Jüngling, der religiösen Träumereien zum Opfer gefallen war. Ich könnte mir denken, dass ihm, als der Ruf Jesu ihn traf, gleichermaßen sämtliche Gedanken seiner Existenz durch den Kopf geschossen waren. Aber als er das erste Mal von Jesus gefordert wurde, hatte er Einwände erhoben und er hatte erfahren, dass seine aus Erfahrung und Wissen heraus begründeten Einwendungen vor Jesus hinfällig waren. Er hat inzwischen gelernt, dass da, wo Jesu Wort ihn trifft und ihm etwas aufträgt, dieser Auftrag zu bewältigen ist. Und dabei keiner zu Schaden kommt. Und darum gibt es hier auch keinen Einwand mehr, als der Ruf zur Nachfolge erklingt. So seht ihr, dass man auch schnell etwas lernen kann in der Nähe Jesu, zum Beispiel Vertrauen. Vertrauen, dass er es schon richtig macht, mit uns, mit allem. Auf dem, der die Fische gibt und die Sünden vergibt, ist eben rundherum Verlass. Und daran hat sich bis heute nichts geändert, sodass auch wir uns in der Sache Gottes eingeben können wie Simon. Hören und handeln wir wie Simon, wo der lebendige Gott uns ruft und beschenkt, uns in seine Nähe ruft, uns in seinen Dienst ruft
und zur Nachfolge verpflichtet. Amen.